Hallo, mein Name ist Lina van de Maas und wir sitzen hier in meinem Büro bei 1342 Motors. Aber eigentlich soll es heute noch nach nebenan in meine Werkstatt gehen, denn wir haben ein Auto, das leider nicht mehr ganz so kann, aber eigentlich soll. Und wir brauchen Ihre Hilfe da draußen. Darum geht es heute. Mobile.de hat sich freundlicherweise dazu bereit erklärt, mitzuhelfen. Aber jetzt geht es erstmal darum, wie können Sie helfen und worum geht es eigentlich? Ja, ich habe hier einen Tierschutzverein am Start und ich sage nur, die Hundetage sind vorbei. Ich denke mal, ihr könnt euch am besten erstmal selber vorstellen. Viktoria Müller, wahrscheinlich auch schon bekannt aus Funk und Fernsehen und vor allem auch aus Social Media, wird mir heute Rede und Antwort stehen, beziehungsweise hat um Hilfe gebeten und ich helfe gerne und ich hoffe, Sie helfen dann auch bald gerne mit. Ja, Viktoria, dann legen wir mal los. Draußen steht ein Auto, das nicht mehr so richtig kann, habe ich gerade gesagt. Und es gibt einen Grund, warum ihr euch ganz schnell irgendeinen alten Karren holen musstet. Erzähl doch mal. Wir haben vor 2 Monaten einen Tierschutzverein gegründet, DDAO Tierschutz, also Dog Days Are Over, und wir helfen in der Ukraine. Also wir waren vor, ich weiß gar nicht, 10 Wochen oder so das erste Mal, also wirklich Anfang des Krieges an der polnisch-ukrainischen Grenze, haben dort geholfen mit dem Berliner Tierschutzverein und haben dann gemerkt, okay, da muss mehr getan werden, haben dann direkt selber einen Tierschutzverein gegründet, um zu helfen. Wir machen Spendenfahrten, aber sorgen auch dafür, dass Tiere beispielsweise evakuiert werden können. Und ja, wir brauchten ganz schnell ein Auto, damit wir all diese tollen Dinge machen können, unter anderem auch nach Ukraine direkt fahren können. Und haben dann spontan ein Auto gekauft und sollten damit jetzt aber nicht mehr da in ein Kriegsgebiet fahren. Jetzt wissen wir natürlich alle, dass Krieg elend bedeutet und dass man da durchaus helfen sollte. Das haben ja schon viele gezeigt, dass sie das auch können. Ich persönlich würde jetzt aber nicht auf die Idee kommen, ich fahre da jetzt mal rüber und guck mal, ob ich vor Ort irgendwie helfen kann. Vielleicht kannst du noch mal kurz vorstellen, was du sonst im Leben machst und was natürlich dann daraus resultierend wahrscheinlich auch dich dahin gebracht hat, zu sagen, ich fahre da jetzt mal rüber und krempel die Ärmel hoch und helfe dann direkt vor Ort. Also ich bin selber schon seit über 10 Jahren im Tierschutz tätig und für mich war am Anfang des Krieges relativ klar, okay, man muss irgendwie helfen. Und dann haben wir eben diese Spendenfahrt gemacht an die polnisch-ukrainische Grenze zusammen und haben dann zusammen gemerkt, weil wir vor Ort auch uns mit Leuten unterhalten haben, Mieze kann zum Beispiel Polnisch, das hat extrem geholfen, einfach mehr mitzubekommen, was ist da eigentlich los, dass man noch mehr tun muss. Und die polnischen Vereine brauchten Entlastung, weil die haben wahnsinnig viele Tiere aufgenommen. Da haben wir jetzt quasi dann angefangen, denen zu helfen. Wir haben aber auch mitbekommen, dass die ukrainischen Tierschutzvereine natürlich gerade unfassbar viel leisten, beispielsweise Futter verteilen, herrenlose Tiere versorgen und so weiter. Und da haben wir ja gesagt, okay, wir müssen da halt auch direkt vor Ort helfen. Wir schicken zum einen Futterspenden hin, inzwischen mit LKWs, aber es gibt auch so andere Sachen wie beispielsweise Medikamente, die kann man halt nicht per Post schicken einfach oder in den LKW laden, weil so viel ist es ja nicht. Und deswegen müssen wir auch selber dahin fahren. Und wir haben inzwischen ganz gute Kontakte auch zu Tierschutzvereinen vor Ort, die eben einfach überall bei allem Unterstützung brauchen. Ihr drei seid aktuell der Verein und ihr besitzt wahrscheinlich Privatfahrzeuge, kann ich mir vorstellen. Aber waren die dann zu klein, um da wirklich dann so viel Ware und auch die Medikamente einzuladen? Was hat euch denn dazu bewegt, schnell mal einen Van zu holen? Genau, also wir drei sind ein nicht eingetragener Verein, deswegen ging das auch. Und das funktioniert auch ganz gut, dass wir quasi nur drei Leute sind, weil wir ziemlich effizient arbeiten. Jeder hat so seine Aufgabe. Wir sind ein bisschen wie die Powerpuff Girls. Sorry, Das kommt rein. Aber das ist ja so. Und Team spontan, also das funktioniert aber total gut mit uns. Deswegen wollen wir gerade auch gar nicht mehr sein. Ja, und wir haben alle drei privat eher kleinere Autos. Und das macht dann überhaupt keinen Sinn, wenn man mit einem Polo dann über diese Grenze fährt, dann halt wirklich mit dem Transporter vollladen und noch mit anderen Sachen. Keine Ahnung, das letzte Mal haben wir einen Generator mitgenommen und so, weil die halt einfach solche Sachen brauchen. Und dann lohnt sich dann diese Fahrt. Auf dem Rückweg haben wir auch noch jemanden mitgenommen. Und genau deswegen wollen wir gerne auch wieder einen Transporter haben, damit wir die Möglichkeit haben, viel reinzufahren und im besten Fall sogar noch Menschen mit rauszunehmen. Wie würde denn jetzt das optimale Fahrzeug aussehen für euch, das euch entweder jemand eintauscht, schenkt oder extrem günstig verkaufen würde? Also das perfekte Auto wäre ein Transporter. Wir sind da jetzt auch wirklich gar nicht so festgelegt in Form, Farbe und Größe. Aber einer, der halt wirklich noch ein Schuss ist. Also man muss sich das so vorstellen, dass wenn man über die polnisch-ukrainische Grenze fährt und Schlaglöcher, weiß ich nicht, also die sind wirklich ziemlich tief, also sieht,
Und man muss dann mit einer alten Möhre dann durchfahren. Da kommt halt auch kein ADAC. Also es müsste schon ein Auto sein, was wirklich noch ein bisschen was ab kann und genügend Platz bietet und eventuell, also weil wir sind ja zu dritt, vielleicht hinten irgendwie auch noch ein paar Sitze drin hat. Also das wäre wirklich so das Optimalste. Jetzt kein kompletter Bus mit Sitzen, sondern so irgendwie viel Ladefläche, noch ein paar Sitze und einer, der noch in Schuss ist vor allem. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Also nochmal für Sie da draußen zusammengefasst, wenn Sie einen Bus, irgendeinen Transporter bis 3,5 Tonnen auf dem Hof stehen haben und sagen, ja, den kann ich guten Gewissens hergeben und spenden, dann gerne her damit. Wir blenden hier unten eine E-Mail-Adresse ein, da kann man auch immer bei Rückfragen nochmal schreiben oder wenn man eben jetzt sagt, wisst ihr was, ich nehme den alten und ich tausche ihn ein oder ich habe wirklich extrem günstig das genau richtige Fahrzeug für euch auf dem Hof stehen, egal bei welcher Variante, einfach mal eine E-Mail schicken und zufällig passt diese E-Mail-Adresse auch zu einem PayPal-Account, also für alle, die einfach nur spenden wollen und so helfen wollen, dann auch hier einfach mal an die E-Mail-Adresse wenden. Ich denke mal, ja, jede Hilfe ist gefragt, also von dem her gibt es da keine Grenzen und wir werden euch natürlich begleiten. Ich hoffe, dass da bald was Tolles rauskommt und bald ist, glaube ich, auch noch ein gutes Thema, Viktoria, weil ihr plant ja nicht erst in einem Jahr wieder loszufahren, sondern bestenfalls, wann sollte dieser Bus da sein? Vorgestern. Okay. Also wir hätten schon wieder fahren können und im besten Fall natürlich so schnell wie möglich, weil die Hilfsbereitschaft lässt extrem nach. Viele Vereine strugglen total, weil einfach die Hilfen fehlen und sie auch dadurch nicht mehr helfen können. Wir haben Sachen da, die wir fahren könnten, also so schnell wie möglich. Okay, also Sie haben es gehört. Und was ich mir auch gut vorstellen kann, wir alle hoffen natürlich, dass dieser furchtbare Krieg bald ein Ende hat. Wie geht es mit dem Van dann nach dem Krieg weiter? Wo wird er dann eingesetzt werden? Also zum einen wird es ja einen Wiederaufbau geben. Also ich denke mal, auch nach dem Krieg werden wir dann nicht aufhören, dort zu helfen. Also da ist zum Beispiel ein wichtiger Punkt. Und zum anderen gibt es uns jetzt als Tierschutzverein. Wir arbeiten mit ausländischen Tierschutzvereinen inzwischen relativ regelmäßig zusammen und haben auch Tiere nach Deutschland gebracht beispielsweise. Wir wollen jetzt alle unseren Sachkundenachweis machen, um dann selber auch Tiere fahren zu dürfen. Und im besten Fall kann man den Van irgendwann umbauen, sodass man auch Tiere damit transportieren kann und wir weiterhin im Tierschutz aktiv sein können. Also umso neuer, desto besser, damit der Van wirklich lange durchhält, nicht geschraubt werden muss. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ich hoffe wirklich, dass sich mega schnell ein Van da draußen findet und dass wir eben bald eine Erfolgsgeschichte schreiben können. Das wäre super.